Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Let's Play Football Manager 2017. Es geht weiter mit einem Europa League Gruppenspiel gegen Vorskla Poltawa, eine ukrainische Mannschaft, glaube ich, auf die wir hier auswärts treffen. Jo, ich habe mich jetzt entschieden, das Ganze nochmal einmal zuzuwarten, sage ich mal. Das heißt, so Turnwald habe ich den nicht zurückgeschickt. So, das Ganze noch einmal zuzuwarten, dem Team noch eine Chance zu geben mit dieser Dreier Innenverteidigung. Ja, wenn sich's rächt, dann nächstes Match gibt's dann wieder die 4-2-3-1, weil ja, es reicht einfach, sage ich mal. Ansonsten will ich eigentlich gar nicht großartig irgendwas verändern. Positionen halten, gebe ich vielleicht wieder hinzu. Pässe in die Tiefe nehme ich vielleicht wieder raus, weil wir nicht so dominant sind eigentlich. Jo. Was mache ich? Standard. Kontrolle. Da wir auswärts spielen, probiere ich es jetzt wieder mal mit Standard zu beginnen. Ich hoffe, das passt soweit. Ja, ich bin immer noch ziemlich, ja, enttäuscht von meiner Mannschaft, sage ich mal. Oder ja, auch irgendwie angepisst, verärgert. Weil, wie schon letztes erwähnt, ja, meine Mannschaft irgendwie zwar ein Potenzial hat, aber jetzt wollte ich ihnen sagen, sie sollen das Spiel genießen, aber ah, wir spielen in den Europa League-Dressen oder Europa League-Farben, cool. Also in Rot war es eigentlich, sollte das Rot-Blau irgendwie sein, aber wurscht, in roten Dressen auf jeden Fall. Schrammel. Schwab, Schrammel. Dibon. Knoflach mit einem Abschlag da. Achso, ich verwechsel das jetzt. Ich wollte schon sagen, da gibt es die Konterchance für uns, aber wir spielen ja in Rot. Taran auf, ja, Sidorenko. Pavelic jetzt mal am Ball. Probiert da Kvilitay anzusetzen, schnell. Der kommt allerdings nicht an den Ball. Jawohl. Aber es macht Trösterson da wieder. Irgendwas, der Schuss war wieder nichts. Da muss er sich Zeit lassen, ein bisschen, nicht so hastig. Kostenko macht das 1 zu 0 für die Ukrainer. Ja, es fängt schon wieder mal toll an. Freistoß für die Ukrainer. Jetzt mal Schwab, super attackiert. Trösterson, Schwab. Schwab rüber auf Schaub. Trösterson. Ah, was macht der? Der muss den Ball einfach nur einschießen. Das gibt's ja nicht. Knoflach fängt zum Glück einmal wieder einen Ball. Also der war ja in den letzten Partien nicht gerade also der Sicherheitsfaktor, muss ich ehrlich sagen. Taran müssen wir enger decken. Lag natürlich nicht alleine an ihn, aber hat am Anfang der Saison deutlich ja, starke Paraden gezeigt und die wurden halt in den letzten beiden Spielen vor allem jetzt da weniger. Und dann gab es natürlich auch Tore, wo man sich denkt, ja, hätte er vielleicht haben können oder irgendwie was anderes machen können in der Situation, aber Kostalenko, wieder die Ukrainer, aber Gott sei Dank mit einem Schuss, der weit, weit drüber geht.
Schrammel, Quilitaya, Tröstersohn. Der probiert's von überall, das gibt's ja nicht. Der geht mir auf die Eier, Leute. Unglaublich. Sorry für den Ausdruck, aber das gibt's ja nicht. Das muss ich doch irgendwie abstellen können. Geht denn das jetzt wieder? Gar nicht offenbar, oder? Oh, irgendwo ging das letztens aber. Ah, ich muss ihn einfach nur markieren. Glaube ich. Oder auch nicht. Oh ja, Anweisungen. Seltener Schießen gebe ich ihm jetzt, weil das nervt echt. Und auch Sharp soll nicht immer gleich schießen. Die sollen ihre Arbeit erledigen da und sonst nix. So, Halbzeit 1-0 zurück. Vielleicht gehen wir wieder mal kontrollierter zu Werke statt nur Standard. Vielleicht funktioniert das besser. Schwab scheitert allerdings wieder mit einem Pass ins Nirgendwo. Kostenko sollten wir auch unter Druck setzen. Sonnleitner, Quilitaya, Tröstersohn, Schrammel, Quilitaya, Pavelic. Oh, was für eine Kombo da jetzt mal. Und Quilitaya zimmert da den Ball übers Tor. Schade. Jetzt hatte ich da auch noch wer verletzt, glaube ich. Oder auch nicht. Irgendwer hat gerade eine Oberschenkelzerrung. Oh ja, Tröstersohn. Ja, super. Natürlich. Heißt, wir bringen Murk. Da verhöhnen uns wieder die Gegner mit den Herrufen. Darauf stehe ich momentan ganz besonders. So, Leute, eine Idee habe ich noch im Kopf. Eventuell im Köcher, sage ich mal, hoffentlich. Also zumindest was die Teamanweisungen angeht. Dass wir das reine direkte Passspiel eigentlich, das wirklich nur, also nur direkt und in den Mann reingeht, dass wir das jetzt rausnehmen. Also in den Mann reingeht, Blödsinn natürlich ist, ja, sorry, ist schon spät. Aber das direkte Passspiel, was natürlich nur immer drauf auszielt, so schnell wie möglich zu passen, ohne irgendwie Vorsicht oder irgendwas, dass wir da jetzt noch auf Variabel stellen. Ansonsten wüsste ich nicht mehr wirklich weiter, ehrlich gesagt, mit der Formation.
Schauen wir mal. Gibt's Geld für Sonnleitner? Wieder Freistoß für die Ukrainer, zum Glück daneben. Mocinic. Schöner Pass auf Murg. Oh! Mal eine Seitenlinienansprache abhalten. Nach vorne drücken. Jetzt gibt es eine Ecke für die Ukrainer. Sidorenko. Mocinic, come on, spiel ihm vor. Was wartest du wieder so lange? Also, die Mannschaft ist echt seltsam. In Situationen, wo sie sich Zeit lassen sollen, spielen sie so schnell. Und in Situationen, wo sie mal schnell spielen sollen, dann. Quilletär wieder mit dem Foul. Knoflach. Schrammel. Schwab. Schrammel. Quilletär. Murk. Schaub, jawohl, da ist das 1 zu 1. Genau so, Leute. Und nicht anders. In your face. Sorry, Leute, aber gerade echt emotional, das 1 zu 1 von Schaub. Ich hab doch Kostenko schon, oder gibt's da wieder zwei eng gedeckt? Keine Ahnung, was der ganze Zeit will. Ja, wie auch immer. Achtung! Boah, da hatten wir jetzt Glück. So leicht unsere Abwehr hier ausgehebelt mit dem zweiten Ball da. What the fuck? Vielleicht sollten wir uns nochmal die Wechselspieler anschauen jetzt. Wieder habe ich keinen Stürmer mit. Ich bin auch ein Idiot. Oh, Herr Schobesberger könnte mal als Stürmer kommen. Fällt mir ein. Aber als was für einer? Stoßstürmer. Schnell wäre er, finde ich. Ich probiere es einfach. Schobesberger Stoßstürmer rein. Angreifen, wurscht. So, und Mocinic, glaube ich, sollte ich rausnehmen und Santo bringen. Als Zentraler mit Verteidigen. Das heißt, ich habe jetzt da. Stoßstürmer ist eine Standardrolle, oder? Genau. Das heißt, ich habe jetzt dann noch mehr eine Spezialrolle eigentlich. Hoppala. Heißt, wir gehen auf jeden Fall mal auf dynamisch. So. Ah, da gibt es noch was. Iwatschenko enger decken. Und Palamarchuk komplett. Wer war noch da? Iwatschenko hat eng decken. Genau. So. Murg, ah, dann kommt er wieder nicht richtig in den Zweikampf. What the fuck, der nächste Knaller da zum Glück wieder daneben. Schüsswender, Schrammel, Murg. Vertändelt da den Ball wieder so leichtfertig. Das sind Aktionen wieder. Das, sowas ärgert mich.
Sidorenko. Zum Glück Thibaut da, der hätte allerdings den Ball eher nach vorne statt nach hinten schlagen sollen. Jetzt gibt es wieder eine Ecke. Jawohl, schaut mal, aber es rückt keiner raus, es ist unglaublich, wo sind die alle? Da hätte sie wieder eine Kontermöglichkeit angeboten, Schaub schnitzt da den Gegenspieler um. Jetzt Freistoß Murk. Ah. Jawohl, come on Murk, nochmal. Ah, Kuzmin kommt da zum Ball. Schade, da wäre Schaub noch da gewesen eventuell. Santo, Murk, super Pass auf Schaub, Schrüber, Schobesberger, wieder Schaub. Ah. Ich werde noch wahnsinnig hier, Murk, super Freistoß, ah, Schobesberger kommt nicht mehr hin. Schösswenter. Ah, die lassen sich da jetzt nicht mehr so leicht vom Ball drängen, machen das geschickt. Sonnleitner jetzt mal, Schobesberger. Spiel rüber. Jawohl, rüber auf Murk. Super Pass. Ah, Murk, super Schuss, allerdings knapp daneben. Aber jetzt ergeben sich wieder die ein oder anderen Chancen für uns für nächstes Mal. Sonnleitner köpft wieder weg. Da bewegt sich Schaub mal wieder nicht Richtung Ball. Sowas ärgert mich. Pff, wieder Knoflach, der den Ball nur noch wegschlagen kann da. Savkin mit der Ecke für die Ukrainer. Knoflach, jawohl, jetzt machst du das Spiel mal schnell. Wie lange wolltet ihr warten? Abstoß. Pavelic. Flanke. Ah. Naja. Oh. Nein, Sonnleitner, du Idiot, Alter, das gibt's nicht. Schaut euch Sonnleitner hier hinten an in dem 1 gegen 1 da. Der lässt da Kostenko einfach vorbei. Versaut die ganze Partie. Schaut euch das da an. Spielt der Begleitservice, geht so nicht zum Ball hin und Kostenko erläuft sich dann den Ball und. Unglaublich, unglaublich. Also das verstehe ich überhaupt nicht. Schaub. Was für ein Match, Leute. Das ist unfucking fassbar schon wieder momentan. Murk. Schrammel. Gibt Schwab wieder nicht zum Kopfball hoch. Wieder Kostenko. Sidorenko. Savkin. Koselev. Sidorenko. Koselev. Savkin. Fedorchuk. Koselev. Sidorenko, die geben den Ball überhaupt nicht mehr her, da geht keiner rein richtig, das gibt's ja nicht. Palamatschuk, was für ein Foul von Schrammel, von hinten mit der Grätsche da ran. Sidorenko, Freistoß. Schrammel, ja. Das Spiel ist zu Ende. 2:1 verloren wieder mal. Auch in der Europa League die erste Niederlage. Tröstersen hat sich auch verletzt. Jo Leute, bis zum nächsten Spiel auswärts gegen Mattersburg, gegen den letzten. Und wenn wir da nicht gewinnen, dann ja, weiß ich es nicht. Also dann. Bin ich wahrscheinlich eh bald entlassen, dann ist echt Hopfen und Malz verloren, Leute. Bis dahin, euer Fredel SCR.